Touri 2 TV. Medien und Marken live. Es geht in diesem Falle um die Zerstörung von Kulturstätten, den Zusammenhang von, ich sag mal, Bücherverbrennung, Zerstörung von Kulturstätten und Krieg und dem Verlust von Menschenleben. Also Musterbeispiel ist die Bücherverbrennung 1933, entartete Kunst. Man weiß, dass später kam der Holocaust. In Afghanistan hat der Taliban zunächst uralte Buddha-Statuen zerstört und dann einen Krieg angezettelt. In Syrien hat der IS die Palmyra zerstört, eine der ältesten Ausgrabungsstätten der Welt. Der Rest ist Geschichte. Ein Krieg, wo ein Ende nicht absehbar ist. Also wir machen einen Film über Menschen, die versuchen, über den Erhalt von Kulturstätten den folgenden Genozid zu verhindern. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Entschuldige, ich meine, liest du Zeitung? Die Welt ist ein bisschen aus den Angeln, würde ich sagen, oder? Ich meine, ich weiß, wir beschäftigen uns am liebsten mit Bundesliga und irgendwelchen Mode-Talentshows, aber ein Blick nach Libyen, nach Syrien, nach Jemen, in die armen Länder dieser Welt, nach Südamerika, das ist ja im Moment schon irgendwie Alarm. Und ich denke, als Medienmacher haben wir auch die Verantwortung, nebst Unterhaltung, die ich mit großer Begeisterung mache, auch mal Sachen zu machen, die zum Nachdenken anregen. Und das ist die Idee dieses Formats, weil wie wir mit Geschichte umgehen, ist ja ehrlich gesagt ziemlich sträflich, dumm. Wir wiederholen ja ständig die gleichen Fehler aus der Geschichte. Und vielleicht hilft es, wenn man mal einen Film darüber macht.